Ja, YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Narxasu. In der letzten Aufnahme hatten wir ja noch das erste Kapitel, so wie es scheint, abgeschlossen. Und heute geht es hier weiter in Kapitel Nummer 2, Himeko 2. Und tja, was ist passiert, dass auch Narxasu hier ein bisschen länger gebraucht hat, für die, die es bei GoGoNipper nicht gehört hatten. Das war insofern interessant, dass ich letzte Woche Freitag tatsächlich auch ins Krankenhaus gegangen bin. Hier bei uns in Leipzig, weil ich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag so innerlich gebrannt habe und Kopfschmerzen hatte, dass ich glaubte, es nicht bis zum nächsten Tag aushalten zu können beim Hausarzt, falls es schlimmer kommt und ich ein bisschen Sorge und Angst hatte, weil ich hatte keinen Fieberthermometer, wusste nicht genau, wie hoch die Temperatur ist und so hatte ich mich noch nie gefühlt und bin dann ins Krankenhaus gegangen. Ja, war ein paar Tage jetzt krank geschrieben und es ist dann tatsächlich immer was Beruhigendes, auch wenn es natürlich einem trotzdem mies geht, aber was Beruhigendes, wenn man dann hört als Diagnose, dass es wirklich nur ein grippaler Infekt ist und nicht die Art von Diagnosen irgendwie bei rauskommen, die ja unsere Hauptprotagonisten auch hier in Narxasu bisher im gesamten Spiel hatten. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich glaube, Himeko war ja unsere Hauptfigur. Die, ja, Autoschrauberin, wenn man so möchte, die es jetzt hier erwischt hatte. Yuka, glaube ich, die beste Freundin gewesen. Und Chihiro, die kleine Schwester, wenn ich mich jetzt richtig an die Namen erinnere. Die letzte Aufnahme ist tatsächlich schon ein Weilchen her. Und tja, dann schauen wir mal, was nachdem schon die Freundschaft zwischen Himeko und Yuka ein bisschen gekriselt hat am Ende der letzten Folge und auch wahrscheinlich, ja, Himeko mit sich jetzt auch hadert, was dabei im weiteren Verlauf so passieren wird. Und wir wissen natürlich alle, ein gutes Ende wird das hier, ähnlich wie bei der Geschichte mit Setsumi und unserem Hauptprotagonisten, wahrscheinlich nicht nehmen. Schauen wir mal. Himeko 07 zu zweit. Bei einem Blick nach draußen sah man, dass die Blätter an den Bäumen sich allmählich rot färbten. Ich glaube, ich muss mal wieder ganz kurz sicherheitshalber die Musik ein bisschen leiser machen. Auch Effekt mache ich mal einen leiser. So. Und ich hatte mich gänzlich an das Leben im Krankenhaus gewöhnt. Auch als die Leute aufhörten, mich zu besuchen, ich war trotzdem noch da. Und auch heute sind nur diese beiden wiedergekommen. Hier, Onee-chan. Ich habe dir heute Pudding mitgebracht. So. Demo ima wa hoshiku nai. Ach so. Aber ich will ihn gerade nicht. Chihiro, anta tabenasai yo. Pudding suki desho? Chihiro, isst du ihn? Du magst doch Pudding. Dame! Kore wa Onee-chan no shokuji nan da kara, jibun de chanto tabenaito. Nein, er gehört dir. Und du solltest ihn selbst essen. Ja. Kore tabetara, baiten de nikuman katte kite kureru? Wenn ich es tue, würdest du mir dann ein Fleischbrötchen vom Laden kaufen? Henna koukan-jouken dasanai de yo. Ach, fang nicht wieder mit deinen merkwürdigen Verhandlungen an. Hey, du siehst gut aus. Ah, Yuka-san. Ah, Yuka-san. Nani? Kyou mo mata suki kirai de dada koneteru no? Was? Bist du schon wieder zerwederisch wegen deinem Essen und Schmalz wieder? Onee-chan tara shouga nai no yo. Ja, so ist der Onee-chan. Ihr ist einfach nicht zu helfen. Kora! Hör mal. Bab? Au. Chihiro-chan komaraseru n ja nai wa yo. Bereite Chihiro-chan nicht unnötig Sorgen. Taku. Anta dake wa shouga nai wa ne. Meine Güte, und dir ist echt nicht mehr zu helfen. Toren no kado de tatakanakute mo. Oh, du hättest mich nicht gleich mit der Ecke vom Tablett hauen müssen. Hora, sassa to taberu taberu. Muriyari kuchi naka ni irechau wa yo. Hey, beeil dich und iss auf, sonst stopfe ich es in dich hinein. Wakatta tte. Okay, ich mach ja schon. Saki no mo joudan de itta dake nan da kara. Das war doch eben nur ein Spaß. Mada nanka itteru no wa
この口か。Ist dieser Mund immer noch am Reden? Hey, warte, lass das! Also dann, Oni-chan, ich muss dann langsam. Okay, grüß die Ärzte von mir. Chihiro-chan, mada tsuzukete run da. Chihiro-chan macht immer noch weiter. Ja, gerade jetzt ist sie auf dem 7. Stock stationiert. Darum ist es wahrscheinlich sehr anstrengend. Sokka. Tashika soko tte hospice datta yo ne? Ich verstehe. Das war das Hospiz, richtig? Daraufhin nickte ich leicht. Und dann brachte ich das zur Sprache, was seit einer Weile tief in meinem Herzen geschlummert hatte. Weil sie es war, wollte ich es ihr als erstes sagen. Nee, Yuka. Sag, Yuka. Moshimo. Angenommen, nur falls... Moshimo dakedo ne. Nur falls... Itsuka watashimo... Nanakai ni haitta to shitara. Falls ich irgendwann in den 7. Stock komme. Chotto! Nani engi demo nai koto itten no yo! Warte, was für schwarzmalerisches Zeug redest du da? Kite. Nein, hör zu. Moshi watashi ga nanakai ni itta toki wa. Wenn dieser Tag kommt, an dem ich in den 7. Stock komme. Mo. Omimai ni wa konai de ne. Dann komm mich nicht mehr besuchen, okay? Nach diesen Worten ließ Yuka den Kopf hängen. Ich wollte ihr trauriges Gesicht auch nicht sehen. Aber wenn es wirklich dazu käme, dass ich in den 7. Stock verlegt würde, es würde sie nur noch trauriger machen. Yuka so zu sehen wäre das Einzige, das ich nicht ertragen könnte. Baka! Nani itteru no yo? Dummkopf, was redest du denn? Mushiro mainichi demo itte yaru wa. Kaikinshou mono yo. Wenn das passiert, werde ich sogar jeden Tag kommen. Ich muss immerhin die perfekte Anwesenheit fortsetzen. Mochiron tebura de omimai nante zettai ni motte ikanai da kara. Und natürlich mit leeren Händen. Ich werde dir nichts weiter mitbringen. Da kara sonna koto iwanai de yo. Also, sag nicht solche Sachen. Yuka. Yuka. Ihr Schluchzen hing in der Luft dieses kleinen Zimmers. All die Jahre, die wir zusammen waren. Egal, wie lange und über was wir nachts miteinander geredet hatten. Uns gingen die Themen nie aus. Doch in diesem Moment wusste ich nicht, was ich zu diesem weinenden Mädchen sagen könnte. Prolog, Himikuro 08, Winter. Etwa zu der Zeit, als die angenehme Kühle des Windes zu bitterer Kälte wurde. Wie immer besuchten mich die beiden. Doch am Ende eines Tages hatte sich etwas geändert. Gochisousama. Danke für das Essen. Chanto Brokkoli mo tabetan da ne. Du hast sogar deinen Brokkoli aufgegessen. Ja, auch wenn ich ihn nicht wirklich mag. Gibt es noch irgendetwas, das du möchtest? Baiten no Eis ga hoshii wa ne. Ein Eis aus dem Laden.
ついでに肉まんも欲しかったりして。Und wo wir schon dabei sind, nehme ich gleich auch noch ein Fleischbrötchen. わかった。すぐ買ってくる。Ah, okay. Ich gehe schnell welche kaufen. Ich hatte das eigentlich als Scherz gemeint. Bis jetzt hatte sie immer Nein gesagt, wenn ich gefragt habe. Tadaima. Ich bin zurück. Hi. Dasche de katte kita yo. Hier, ich habe mich beeilt. Hora. Mada atatakai kara oishii yo. Hier, bitteschön. Es ist noch warm, also... Es sollte also lecker sein. Eis wa reizouko ni namae kaite irete oita kara. Ah, und dein Eis ist mit deinem Namen drauf im Kühlschrank. So. Arigato. Ach so. Danke. Hoka ni mo hoshii mono attara itte ne. Wenn du noch irgendetwas anderes willst, musst du es mir nur sagen, okay? Sore de hayaku genki ni natte. Und werd schnell wieder gesund. Mata issho ni kyoukai ikou ne. Und lass uns wieder zusammen in die Kirche gehen, okay? Chihiro? Chihiro? Anata. Kuchou ga helper ni natteru wa yo. So wie du redest, du hörst dich an wie eine Betreuerin. Hä? Dou yara sou iu koto no yo ne. So stehen die Dinge also schon, was? Betsu ni sonna. Es ist nicht. Kakusanakute ii wa. Watashi datte date ni yatte nakattan dakara. Du brauchst es nicht zu verbergen. Ich habe den Freiwilligendienst nicht nur zum Spaß gemacht, weißt du? Onee-chan. Onee-chan. Sasuga ni hantoshi ijou nyuin shite ta kara. Sorosoro kana tte omotte ta shi ne. Naja, es ist schon über ein halbes Jahr her, dass ich eingeliefert wurde. Ich hab's also kommen sehen. Odoroki. Kanashimi. Ikari. Yaruzenai. Samishi. Überraschung. Traurigkeit. Wut. Trostlosigkeit. Einsamkeit. Moshi kono toki no kanjou wo hitokoto de arawasu nara. Wenn ich diese Gefühle in einem Atemzug beschreiben müsste. Yoku wakaranai ga mottomo chikai daro. Treffe es, ich weiß es nicht, wahrscheinlich am ehesten. Hito wa ukeire gatai genjitsu ni deatta to. Wenn Menschen sich schwer tun, die Realität zu akzeptieren. Selbst wenn es um sie selbst geht, können sie vielleicht nicht anders, als sich wie außenstehende Beobachter zu fühlen. Prolog, Himeko 09. テレビにクリスマスソングが流れ出す頃。Weihnachten. Etwa zu der Zeit, als der Winterwind wehte und Weihnachtslieder aus den Fernsehen ertönte. こんな時にもずっとそばにいてくれる二人。Und selbst in dieser Zeit waren die beiden immer an meiner Seite. まだ私自身告知されていないけど。Zwar wurde es mir noch nicht direkt gesagt.7階へと行く日は、そう遠くないのだろう。Aber der Tag, an dem ich in den siebten Stock verlegt werde, war wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt. メリークリスマス! Fröhliche Weihnachten! はいはい、メリークリスマス! Ja, ja, fröhliche Weihnachten! ほらお姉ちゃん、ケーキ買ってきたよ!Schau, Onee-chan, ich habe einen Kuchen gekauft. Ara, oishou ne! Oh, der sieht köstlich aus.
て何いきなり食べてるのよ。Hey, was fängst du einfach mit dem Essen an? もういいじゃないよ。いっぱいあるんだから。Wieso nicht? Es ist genug da. こら、当然のようにイチゴ取るんじゃないわよ。Hey, iss nicht die Erdbeeren, als wären es deine. ちょっと、ユカさん。ちゃんと皿に分けるから。Warte, Yuka-san. Ich werde es auf Teller verteilen, okay? はい。Okay. おいしかったね。Das war lecker. そうね。ほとんどユカが一人で食べ尽くしたけど。Natürlich war es das. Auch wenn Yuka das meiste gegessen hat. 何よ。今日みたいな日にまで来たんだから、これくらいいいでしょ? Was denn? Ich bin an einem Tag wie diesen gekommen, also darf ich das wohl?本当なら、今頃は素敵なイブを満喫してる頃なのに。Ansonsten wäre ich jetzt weit weg, um Heiligabend schlemmen zu verbringen. So, ばっかり。どうせ相手なんていないくせに。Solch eine Lüge, als ob du jemanden hast, zu dem du hin könntest. 悔しいけど、反論できないわ。Es schmerzt es zuzugeben, aber ich habe dem nichts entgegenzusetzen. あと、お姉ちゃん、これ。Und, Onee-chan, hier. Was? Christmas Present. Muffler hande mita no. Ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe versucht, einen Schal zu stricken. Sono, anmari umaku nai kamoshirenai kedo. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob er gut geworden ist. Arigato ne, Chihiro. Oh, nein.Danke, Chihiro. Gerne. Hanto! Himeko ni wa mottai nai. Yoku dekita imoto yo ne. Wirklich. Eine solch wunderbare Schwester ist an Himeko total verschwendet. Urusai wa ne. Aikawarazu tebura no anta ga nani itteru no yo. Halt die Klappe. Du musst gerade reden. Schließlich bist du wie immer mit leeren Händen gekommen. Ma, ma, futari tomo. Aber, ihr beiden.Ein alltägliches Gespräch. Eine liebe Schwester und eine vorlaute beste Freundin, die über alberne Dinge lachte. Die Bilder von mehreren typischen Tagen, welche über die Jahre hinweg verflossen waren. Der Unterschied war, dass Weihnachten war und wir es im 5. Stock des Krankenhauses verbrachten. Und bald werde ich in den 7. Stock verlegt. Jasa, Jiro. Na dann, Chihiro. ついでに、もう一つ欲しいものがあるんだけど。Wenn wir schon dabei sind, es gibt noch etwas, das ich möchte. いいかな? Ist das okay? Nani? Ah, ja. Was ist das? Yunus. 持ってきて。Der Yunus. Bring ihn her.車庫にあると思うから。Ich glaube, ist in der Garage. でも、お姉ちゃん。aber お姉ちゃん。悪いわね。どうしても乗りたいのよ。Entschuldige, aber ich möchte ihn auf jeden Fall fahren. Ich öffnete die Vorhänge und schaute vom Fenster des 5. Stocks aus auf die nächtliche Stadt. Sogar der leuchtende Vollmond war an diesem klaren Winterhimmel zu sehen. Und bald werde ich diesen Ausblick wahrscheinlich von einem höheren Ort aus sehen. Ich werde wahrscheinlich aus einem Fenster schauen, das sich nur 15 cm weit öffnen lässt. Okay, ich werde ihn dir bringen. Yuka-san. Sasuga Shinyou ne. Immerhin bin ich deine beste Freundin. Christmas kurai. Tebura ja warui to motta dake yo. Ich fühle mich einfach nur schlecht, an Weihnachten mit leeren Händen zu kommen.Gut, los geht's.
An dieser Stelle beende ich dann mal die Folge. Ich weiß nicht, ob man immer mal im Hintergrund leichte Hüstler gehört hat, auch von mir. Weil bei mir wirkt auch die Erkältung immer noch ein bisschen nach, aber ich habe jetzt gerade die letzte Chance aufzunehmen, bevor ich in die Heimat fahre. Und naja, alles kleines Gehüstlere und Nachwirkung von Erkältung, die ich jetzt noch habe, ist nichts im Vergleich natürlich zu dem, was unsere Figuren Himeko oder zuvor Setsumi und der Hauptcharakter hier durchmachen müssen. Denn, ja, ich weiß nicht, wie es euch im Laufe dieser Folge gegangen ist, aber diese ganzen, ja, Zusammenkünfte in dem Zimmer, im Krankenbett und so weiter, obwohl Himeko genau weiß, wahrscheinlich oder ahnt, wie es mit ihr weitergehen wird, und dann trotzdem so auf Alltag und du wirst, mach, dass du wieder gesund wirst, demjenigen zu sagen, wie auch die kleine Schwester, obwohl wahrscheinlich alle wissen, dass sie nicht wieder gesund werden wird. Da ist dann immer diese seltsame Atmosphäre in der Luft, die dann irgendeines Tages zu explodieren droht, wo es dann zu einer Verwerfung kommt zwischen Yuka und Himeko oder sogar zu einer Verwerfung zwischen Himeko und ihrer kleinen Schwester Chihiro, wo dann irgendwann die Gefühle sich eben nicht mehr zurückhalten lassen können, obwohl es ein bisschen, sagen wir mal, der Dampf rausgenommen worden ist, als na, Himeko versucht hat, sozusagen Chihiro schon weiß zu machen, wenn sie in den 7. Stock kommt, sie dann nicht mehr besuchen zu kommen. Und dadurch, dass allerdings Yuka gesagt hat oder versprochen hat, dass sie trotzdem jeden Tag kommt, wird es dann, wenn dann diese immer leicht angespannte, fröhlich getane Atmosphäre dann irgendwann explodieren wird. Und dann wird es richtig knallen und dann wird die Trennung umso schmerzlicher für beide Seiten sein. Deswegen wäre es tatsächlich vielleicht besser gewesen, an so hart wie es klingt, an der Stelle von Yuka-san, es zu akzeptieren, als Himeko gesagt hat, dass wenn sie in den 7. Stock kommt, dass sie dann nicht mehr besuchen kommen soll. Oder zumindest eben nicht mehr jeden Tag, sondern es dann vielleicht einmal im Monat oder keine Ahnung was, dass sie wieder ihrem Leben nachgeht und nicht ihre Zeit, so hart es klingt, verschwendet mit jemandem, der todkrank geworden ist und Himeko auch nicht dann jedes Mal das Gesicht von Yuka sehen möchte, die, wenn sie im 7. Stock das Zimmer betritt, im Wissen, dass diese Person eben irgendwann von ihr gehen wird, um es eben für beide Seiten leichter zu machen. Und dieser Gedanke, der da dahinter steckt bei Himeko, den hat eben Yuka noch nicht erkannt und das wird im weiteren Verlauf dieses Spiels hundertprozentig noch zu Problemen führen, für beide Seiten. Dass da nicht so eine Art vorläufiger Schlussstrich schon, ja, beschlossen worden ist von beiden Seiten. Und das wird es dann eben nachher schwerer machen. Was dann wieder so ein bisschen zusammengeht mit dem, was ich, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Folge geredet habe, wie das dann eben ist mit dem, ja, dass die Freundschaft da auch auseinandergeht und dass die Menschen dann, ja, sich auseinanderleben und dass man eben als Normalo dann irgendwann auch nicht mehr vermeintlich die Kraft hat, sich mit jemandem abzugeben, der, also immer und regelmäßig, der vielleicht mal irgendwie der beste Freund, mit dem man jeden Tag abgehangen hat, aber der dann irgendwann nur noch ein Schatten seiner selbst wird. Einerseits durch die Krankheit selbst, andererseits durch die psychische Belastung, die die Krankheit und das Wissen des baldigen Todes mit sich bringen. Und das wird, also es würde mich wundern, wenn es Himeko und Yuka im Laufe dieses Spiels da nicht in irgendeiner Art und Weise auseinanderreißt, also im Negativen, sondern dass sie sich im Guten verabschieden, habe ich jetzt nach dieser Folge und wie das gelaufen ist, denke ich nicht mehr, dass das passieren wird. Und ja, auf jeden Fall, an der Stelle geht es dann weiter in der nächsten Folge. Ich muss jetzt die nächste Folge auch im Anschluss annehmen, das heißt, kann auch sein, dass in der nächsten Folge ich auch immer mal kurz Kopf vom Mikro wegdrehen und ein bisschen hüsteln muss. Tut mir dann leid, aber ich wollte euch auf jeden Fall auch wieder nicht nur bei Gogo Nippon, sondern auch hier bei Nanakisosu mit Folgen weiter versorgen. Ich nehme jetzt direkt im Anschluss dann weiter auf. Das war's allerdings für diese Folge hier. Bedanke mich wieder, wie immer, fürs Zuschauen und sage Matane, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.